Schöne Menschen gab es viele bei Hot 5. Jetzt legen wir noch eins drauf. Es ist Zeit für eine richtige Promi-Runde. Und die hat es in sich. Es treten an Superplaymate Janine Habeck, Starlet Davorka Tovilo, Ex-Topmodel-Favoritin Tessa Bergmeier sowie DSDS-Küken Vanessa Strohler und schließlich Big Brother-Schönheit Anina Ukatis. Fünf heiße Stars vor Hollywood-verdächtiger Kulisse im Europa-Park-Rust treten in vier Kategorien an. Gesicht, Brüste, Po und Outfit. Wer wird unser Superstar? Hübsch sind sie alle, aber nur wer sich richtig einschätzt, gewinnt. Showgirl Davorka will wohl mit knappen Outfits überzeugen. Ich habe mit dem roten Teppich angefangen, da wurde ich entdeckt. Dann habe ich so einige Sachen gemacht, wie zum Beispiel auch in einem Hollywood-Movie mitgespielt mit John Cusack. Ich habe wahnsinnig viele Menschen kennengelernt, wie Sharon Stone, Penelope Cruz und Antonio Banderas. Jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie mich Normalo-Männer finden. Ich bin Tessa, ich bin 19 Jahre alt. Mich kennt man aus dem Fernsehen von Germany's Next Topmodel. Mich war da die Superzicke, bin ich vielleicht auch. Dass Tessa kein Blatt vor den Mund nimmt, musste schon Heidi Klum feststellen. Und vor diesen Männern müssen die Promis sich heute beweisen. Die legendäre Hot 5-Jury entscheidet gnadenlos, wer hier Star-Qualitäten hat und wer nicht. Stimmt die Selbsteinschätzung der Promis mit dem Urteil der Männer überein, gibt es einen Punkt. Und das sind sie. Frauenheld Steven aus Köln, Charmeur Mike aus Köln und Macho Alex aus München. Ich bin der passende Promi-Hot 5-Juror, weil ich lange genug in der Kreisklasse gespielt habe und heute ist Champions League Anpfiff. Naja, man sagt ja, dass Frauen es nach 2,7 Sekunden merken, ob ein Mann es drauf hat oder nicht. Bei Frauen weiß ich es nach einem. Ich bin prädestiniert dafür, in der Promi-Hot 5-Jury zu sitzen, weil ich an jedem noch so heißen Fragestell die nachgebesserten Stellen sofort erkenne. Ich bin dein Juror. Und immer fünf Wisse. Möge die Macht mit euch sein. Ich bin Vanessa, bin aus der ersten Staffel von DSDS und habe mich entschlossen, das mitzumachen, weil ich mal sehen wollte, wie Männer mein Äußeres oder mein Sein sozusagen bewerten. Kann Dieter Bohlens DSDS-Liebling Vanessa die Jury verzaubern, auch ohne die Rundungen einer Davorka? Davorka ist ja zurzeit das It-Girl Deutschlands. Mein Name ist Janine Habe. Ich bin Playmate des Jahres 2005 und wurde auch Playmate bis September 2006. Ich kann mich noch an die Playmate-Fotos erinnern. Ich habe damals alle Hefte aufgekauft. Janina wurde übrigens zum schönsten Playmate aller Zeiten gewählt. Wow, aber reicht das auch bei uns? Tessa, die Zicke von Topmodels. Aber der bin ich wirklich gespannt, wie die sich heute verkaufen. Anina, 30 Jahre alt, komme aus Köln und ich war vor kurzem Bewohnerin im Big Brother Container. Ansonsten bin ich im Erotik-Business tätig, also als Schauspielerin. Körbchenwunder und Erotikdarstellerin Anina hat zwei unschlagbare Argumente. Atemberaubend. Man sieht die fünf Mädels ja häufig in den Zeitungen und jetzt stehen sie plötzlich vor einem. Und es wirkt alles irgendwie doch noch ein bisschen größer. Es sind fünf extrem heiße Girls. Aber jetzt reden die Stars erstmal Klartext. Die anderen vier Mädels, mit denen wir jetzt hier das machen, glaube ich schon, dass jeder Einzelne auf jeden Fall in ihrer Persönlichkeit was sehr Besonderes hat. Sei es laut sein, sei es sehr viel obenrum haben. Um wirklich zu gefallen, zählen doch wirklich andere Dinge. Sei es sehr wenig obenrum haben. In Amerika ist es nicht ungewöhnlich, eine D zu haben.
oder überhaupt generell sehr nackelig sein. Ich bin Köpfchen mit Körbchen und das zählt. Ich sehe die Mädels gar nicht als Konkurrentinnen. Vanessa ist so ein Typ Lolita. Die hat zwar keinen Brust, keinen Arsch, aber Männer finden sie wahrscheinlich total geil. In der ersten Runde müssen unsere Schönheiten ihr Gesicht einschätzen. Jeder kennt sie, doch auf welches Gesicht fliegen Männer? Mädels, was meint ihr? Bitte übernehmen. Vanessa, ganz ehrlich, ich finde dein Gesicht wirklich sehr reizend. Du hast was sehr Unschuldiges. Weil dann musst du direkt dahinter kommen. Weil dann das Sexappeal aus dem Gesicht, das kommt bei dir so raus. Ja, das kommt so da raus, gell? Super. Und wir haben die Arschkarte gezogen. Wir haben die Arschkarte gezogen. Wir haben nichts im Gesicht, oder was? Ja. Also ich würde sagen, da Walker 3. Ja. Du hast einen geilen Ausdruck. Ich würde nicht sagen, dass ich 4 bin. Trotzdem, ich lasse dich nicht vor. Nina? Ja. 5? 5 ist für mich okay. Ich hätte mir eher so einen Platz 3, Platz 2 gegeben. Wenn es an mir gehen würde, würde ich natürlich Platz 1 belegen. Ja, ich liebe mich ja selber. Welches Gesicht finden wohl Männer am schönsten? Jungs, eure Meinung ist gefragt. Promi Hot 5, erste Runde. Was sagst du denn? Fangen wir bei der 1 wieder an, oder? 1 hat ein sehr hübsches Gesicht. Sehr natürlich, würde ich sagen, im Gegensatz zu den anderen. Also ich finde die 1 mit der 2. Ich finde Janines Gesicht hübscher. Außer die Augenbrauen, die sind ein bisschen künstlich. Da habe ich doch. Kennst du zu Karneval diese Oberlippenbärtchen, die man sich ankleben kann als Pirat? Da fand ich jetzt ganz ehrlich die Fotos von 2005. Da hat sie mir besser gefallen. Was wollen wir denn zur Nummer 3 sagen? Ja, 3 ist auch schön. Tolle Lippen. Ja. Na, würde ich die Walker sogar wirklich noch ein Stückchen weiter nach vorne stellen. Ja? Was sagen wir denn zu unserem Ex-Supermodel? Guck dir mal das Gesicht wirklich mal genau an. Als wenn sie mal keine Grimasse zieht, was ja relativ selten ist, dann hat sie wirklich ein unglaublich hübsches Gesicht. Was sagt ihr zu Aninas Gesicht? Anina hat tolle Augen. Tolle Anina Augen. Hat tolle Augen. Und da meine ich wirklich die Augen im Gesicht. Ja. Ja. Aber was mir jetzt nicht so gefällt, und ich verstehe es nicht, warum sie das gemacht hat. Die Lippen. Die Amerikanerin kommt für mich auf die 1. Ja. Davok auf die 2. Vanessa auf die 3. Anina auf die 4. Und Tessa auf die 5. Ja, Mädels. Fangen wir bei der 5 an. Tessa. Bei Germany's Next Topmodel wird sie als Mega-Zicke bezeichnet. Ich muss das Urteil echt revidieren. Bist echt ein liebes Mädel, aber gehst leider auf die 5. Ja, zu 4, Anina. Irgendwie. Ich sehe dich immer nur im Fernsehen und jetzt stehst du vor mir. Gehst auf die 4, kämpf den Platz nach vorne. Bitte. Ja, Nummer 3. Super hübsches Gesicht. Bist richtig süß. Aber leider hat es heute nur für die 3 gereicht. Ja, Nummer 2, unsere Paris Hilton aus Deutschland. Platz 2. Ne? Ja, unser Playmate. Ich kenne dich nur aus dem Heftchen. Ne? Ich hätte mir dich ein bisschen größer vorgestellt. Also jetzt weiß ich, wenn ich das Heftchen aufklappe, hättest du sogar fast reingepasst. Und hast auf jeden Fall die 1 verdient. Dankeschön. Das macht mir jetzt persönlich nichts aus, weil ich weiß, dass ich gut aussehe. Models denken halt immer, sie müssten immer siegen. Schön sind sie alle, aber einschätzen konnte sich diesmal keine der Damen richtig. Es gibt keinen Punkt. Nicht traurig sein, denn die nächste Chance auf Punkte gibt es ja schon in der 2. Runde. Jetzt steht das Hinterteil im Vordergrund. Für welchen Po entscheiden sich die Männer? Es geht nämlich um unser Popöchen. Da würde ich von vornherein direkt auf Platz 5 gehen, freiwillig, weil... Ja? Warum denn? Dein Hintern ist so straffig nee, für dein Alter. Nicht. Ich finde... Dankeschön. Dein Popo ist niedlich. Du hast also diesen 19-jährigen süßen Popo, wo du perfekt Silhouette werden kannst. Also Männer stehen ja eigentlich auch wirklich Popos. Man Popos. Muss ja Fleisch. Also ich mag Tessas auch sehr gerne. Ja, okay. Klein und niedlich. Ich persönlich würde Tessa auf die 1 wählen. Ja. Ja? Dann würde ich aber sagen, Jenny auf die 3. Also ich finde Vanessa ist Nummer 3. Ich finde der Walker ist 4. Der Walker ist 4. Nee, ich bin nicht auf die 4. Ihr wollt mich immer auf die 4. Nein. Wir sind immer so süß zueinander, so zuckersüß. Oh nee, du schaust so süß und dein Po ist so total süß. Wirklich finde ich schon, dass jeder seinen Platz so verdient hat, weil man sieht schon, wer jetzt was für seinen Hintern tut. Das ist ja hier kein Kindergarten. Die Männer haben sich in der Vergangenheit auch nie beklagt. Jetzt hat die Jury die Qual der Wahl, keine leichte Entscheidung. Als erstes auffällt, alle könnten was tun. Was? Sport.
Ach so. Den süßesten Hintern hat ja wohl eindeutig Vanessa auf der 3. Ich meine, Anina, guck mal, Anina ist ja im Training durch ihre Schauspielerei. Welche Schauspielerei? Ich hab da gehört, die macht Schauspiel. Macht Schauspiel? Ich hab gehört, die macht Schauspiel. Das ist Kunst. 3 bei der Vanessa muss ich wirklich sagen, ja, ich finde schon einen schönen Hintern. Da, Walker, könntest du ein bisschen offener stehen, ein Tick offener. Schau dir mal das. Oh. Ja. Das sieht schon boah, okay. Ist das lecker? Boah. Kinders, wir müssen uns entscheiden. Okay, also 1, lass dir stehen. Ne? Janine auf 4. 3 auf 2. Also geht der Walker auf die 2, ne? Ja. Vanessa auf die 3. Auf der 5, Anina. Da stehst du richtig, von daher hast du alles richtig gemacht. Auf der 4, Janine, da sehen wir dich. Wann war das mit den Fotos? 4 Jahre. 4 Jahre, aber ganz ehrlich, da warst du auch ein bisschen besser in Form. Auf der 3, Vanessa. 2. Platz, Davorka. Viel weiter vorne sehen wir dich. Und auf der 1, Tessa. Da freut sich aber einer. Jawohl. Ich fand es nur interessant, dass er meinte, dass ich ziemlich abgebaut hätte. Das war schon ein kleiner Schock, aber das ist in Ordnung. Ich meine, er weiß wahrscheinlich nicht, dass jedes Foto in jedem Magazin auch verändert wird. Das lief doch gar nicht so schlecht. Gleich 2 Promis haben sich richtig eingeschätzt. So bekommt Tessa ihren ersten Punkt und auch Anina kann sich über einen Punkt freuen. Und schon geht's weiter mit Runde 3. Hier dreht sich alles um die Brüste der Kandidatinnen. Auch hier nicht vergessen, es geht darum zu erraten, worauf Männer abfahren. Thema Busen. Ich finde deinen Busen sehr schön, weil der natürlich ist. Und weil er in der Mitte so schön zusammen ist. Schön, ja. Das sieht super aus. So schön aus. So, genau so habe ich sie mir auch operieren lassen. Natürlich ein bisschen größer. Ne? Aber in der Mitte zusammen, das finde ich zum Beispiel bei ihr nicht ganz so gut. Also so ein bisschen auseinandersteht. Was? Hallo? Gesunde, so, Marco, du große hast keine Handvoll. Echten Brüste. Wer sagt denn sowas? Die sind nicht echt. Ich höre sowas gar nicht. Was erzählst du für einen Schmarrn? Wer will sowas sehen? Niemand. Das kommt aber auf die Natur an und ich finde, deine sind schon ein bisschen zu groß geraten. Soll ich dir was sagen? Deine sind zu klein. Du hast gar nichts. Es passt du bist jetzt aber mal los. Passt. Ich meine, du bist ein Riesending, ja, ein Zebra, ja, und da oben ist gar nichts. Und ich gehe ganz freiwillig. Ihr seid so langweilig. Ganz irgendwo echt? Nach hinten. Langweilig. Ja, ich gehe auch ganz gerne nach hinten. Wir beide, also ich glaube, dass Männer auch auf kleine Brüste stehen. Aber die stehen nicht auf Mini, Mini, Makro, Makro, Mini. Also Platz 2 und 3 ist schwierig. Zähl doch keinen Scheiß hier. Gibt es überhaupt keinen Vergleich und Punkt aus. 2. Das kommt doch auf die geistige Größe an. Hier brauche ich mein Gehirn nicht. Ich brauche es hier. Bravo. Diskussion ist beendet. Wir haben unsere Nummern. Ja, jawohl. Herr Master. Du bist Nummer 1. Ab, ich möchte jetzt die Männer. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Und Nummer 5. Ich habe die schönsten Brüste. Ne? Ich bin durch meine Brüste irgendwie berühmt geworden. Das ging ja zur Sache. Ob sich die Streitereien gelohnt haben, entscheidet jetzt die Jury. Aufgepasst. Fange ich mal bei der 1 an. Janine, sind deine Brüste echt? Ja. Ich habe dich schon mal nackt gesehen. Die waren schön. Naturpur. Aber hey, was sagt ihr zu der Walkers Brüsten? Ich meine, da wurde zwar nachgeholfen, aber die stehen ja wohl wie eine 1, oder? Wirklich wie so 2 Pampelmusen. Wenn das Pampelmusen, was sind dann die 4? Wassermelone oder Medizinbälle. Die haben doch bestimmt eine eigene Hausnummer bei dir, oder? Geh wie groß. Ich weiß auch nie, warum die 3 auf der 3 steht. Nee, finde ich auch nicht, weil ganz ehrlich, die 4, hier kannst du dich auf der 4 mit diesen, ich finde, da sollte belohnt werden, ob die jetzt echt oder unecht sind. Die sind einfach nur gigantisch. Da guck mal. Oh, das ist aber schon schön. Ha? Boah, super. Auf die 1, sofort. Vergleich mal 3 und 5. Ja, hat die 5 vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ne? Ja. Da Vanessa kleiner ist, finde ich das von Proportionen eigentlich viel schöner. So, Ladies, meine süßen Promi-Hoppelhäschen. Tessa, für dich die 5. Ja. Passt. Wunderbar. Das nehme ich. Gehen wir zur 4. Für dich die 4. Die Nummer 3. 2 Asse trumpfen auf, ne? Nicht wahr? Gut, die Nummer 2, die 1, wir haben uns gestritten. Wir haben uns entschieden für die Naturbrust. Nummer 1. Danke. Ich finde immer noch große Brüste wunderschön, aber ich bleib bei meinen kleinen. Bei dieser Runde können sich 2 Mädels über Punkte freuen. Janine bekommt ihren ersten Punkt und Davorka hat sich auch richtig eingeschätzt. Respekt. Damit kommen wir zur letzten Runde. Das Outfits. Mal sehen, ob die Promis Geschmack beweisen und vor allem erkennen, was die Jungs scharf macht.
euch alle hübsch gemacht? Yeah. Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden, wer die Allerschönste von uns allen ist. Geh mal bitte aus dem Weg. Ich gehe für Nummer 1. Das ist weg. Platz 5 auf alle Fälle. Und das ist so cool. Das warte mal ganz kurz, Schnabelmäuschen. Ich muss leider los, Mädels. Bitte, wie war das? Nochmal. Ich muss leider los, Mädels. Wie, du musst los? Ja, wohin? Ich habe jetzt noch einen ganz wichtigen Termin. Es ist ein Fotoshooting. Ich kann aber nicht sagen, was es denn geht. Ich mir schon gedacht. Ja, okay. Termin? Wichtig? Sind wir ja bei Gottschalk auf der Couch? Das ist einfach jetzt wichtig für meine Zukunft, weil es geht da wirklich um ein ganz, ganz großes Projekt. Ja, Mensch, was hatten die jetzt gemacht? Das muss was Wichtiges sein. Kann ich leider nicht drüber reden. Tut mir leid. Typisch VIP, typisch Promi, typisch Schauspielerin, typisch Model, ja. Ich habe da total viele Projekte in der Pipeline, aber darüber darf ich nicht reden. Schade, jetzt wird sie nie erfahren, wie das Valentino-Kleid ankommt. Dann muss man sich natürlich auch an die Zeiten der Fluggesellschaften halten, weil die warten leider nicht auf uns. Es sei denn, man hat einen Privatjet. Wie konnten wir nur den Privatjet vergessen? Fand ich ein bisschen seltsam. Ich war erstmal so gestaunt, aber ich dachte mir, wow, die traut sich was. Die ist einfach gegangen. Dafür geht's jetzt schneller. Wir haben Glück gehabt. Ihr schönes Kleid ist draußen. Ja, da vergrößern sich deine Chancen, dass du mal auf die Pier kommst. Auf die? Auf die 4. Ich habe auch meine Argumente und die sind vor allem hier. Oh, Tessa, ja, wir sind hier nicht beim IQ-Test und wir sind hier auch nicht beim Pfeiler. Ja, schade eigentlich, ne? Ich finde, das sollte irgendwie auf die 10. Also, Schütze, wie machen wir das jetzt? Okay, du auf die 4? Ja. Du kannst gerne auf die 1 gehen. Also, ich weiß das. Schön, ne? Ich habe gewonnen, ohne was gesagt zu haben. Ich würde fast sagen, ja, 2 auf alle Fälle, weil das ist echt mega. Zwischen mir und Tessa gibt es halt immer kleine Reibereien. Das ist wirklich wie so ein kleiner Krieg. Mallorca ist ein bisschen, ja, vulkanisch unterwegs, ne? Also gleich so. Bam, 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 bam. Die Reihenfolge steht, jetzt ist die Jury dran. Wird sie nach gefühlten 2000 Folgen den kleinen Unterschied merken? Ich sehe nur 4 Mädels. Da fehlt wer? Janine. Warum fehlt Janine? Janine muss arbeiten und ist beim Shooting. Sie ist ein VIP, ne? Wow. Wow. Sind wir bei Hot 4, dann legen wir mal los. So, was sagt ihr denn zu Nummer 1? Was sagt, ich glaube, das Kleid ist ein bisschen klein bei der Walker. Ja. Ist rausgewachsen, ne? Im letzten Monat. Oben rum. Das sehr knapp, oder? Sowas trägt man aber ohne Unterwäsche, das weißt du, ne? Was sagt ihr denn zur Anina? Anina, der Ausschnitt ist top. Pink ist so eine Sache. Barbie Marilyn. Das Kleid ist doch so ein Marilyn-Kleid. Barbie Marilyn. Cool. Halt ja, ich, ganz ehrlich, kann ich aus. Ich sehe die ganze Zeit nur die Brüste. Das, okay, wir gehen erstmal weiter. Die 3. Bikini-Oberteil an? Ja, das No-Go. No-Go. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Fledermaus, oder? Auf der einen Seite. Gehen wir weiter zu Tessie. Tesschen. Tessa. Im Grunde genommen, Abendoutfit. Das kurze Schwarze. Immer ein Schuss, immer top, immer wunderbar. Und deswegen auch für mich definitiv nicht die 4. Aber wo noch keiner drauf geguckt hat, sind die Schuhe. Aus welchem Milieu sind die denn so Porno-Stilettos? Gut, wir haben. Ja, kommen wir zu Nummer 4. Vanessa. Ja, der Bikini stört ein bisschen, obwohl das auch wirklich gar nicht so schlimm wäre. Ne? Ja, auf die 3. Anina. Leider haben wir im Kollektiv so entschieden, dass du auf die 3 gehst. Okay, ja? Ja, kommen wir zum zweiten Platz. Tessa. Hey. Ja, kein Ding, nehme ich gerne. Warte doch mal, du bist immer so ungeduldig. Ne, was hätte Heidi denn zu deinem Outfit heute gesagt? Heidi hätte gesagt, das ist klasse. Tida Walker ist halt einfach eine Spur besser. Kommen wir zur absoluten Gourmetfrau am heutigen Abend. Ne? Weiß steht sie, tolle Beine, super aus, schöne Brust, erster Platz, herzlichen Glückwunsch. Die hatten wohl eher so die Plastikliga im Siegerkästchen angekreuzt. Ich meine, mal ein bisschen Farbe zu setzen, ist ja auch nicht schlecht. Und die anderen waren jetzt ja doch eigentlich relativ schlicht. Dann kommen wir schon zur Gesamtsiegerin. Ne, mit wahnsinnigen 2 Punkten hat heute bei Hot 5 Promi-Spezial gewonnen, unsere bezaubernde Da Walker. Konkurrenz war sehr, sehr hart. Germany's Next Topmodel-Kandidatin, Playmate und eine DC, wie auch immer, ja, Sängerin. Also, aber ich hab's geschafft. Ja, dann sagen auch wir herzlichen Glückwunsch der ersten Hot 5 Promi-Queen.